kann mich mal eben kurz jemand abholen, was da schon wieder mit Germany's Next Topmodel Scheiß los ist? Du kannst dir einfach das Rezo-Video anschauen oder das von Alicia. Es geht um halbnackte Minderjährige und Bodyshaming etc. pp. Immer mehr ehemalige Teilnehmerinnen erheben Vorwürfe gegenüber ProSieben, der Sendung Germany's Next Topmodel und insbesondere Heidi Klum. Und dabei geht es nicht nur um TV-Fakeness oder eine leicht falsche Darstellung oder so, sondern es geht dabei um drastische Manipulationen, Lügen bis hin zum Vorwurf des Missbrauchs. Ich habe diese Sendung persönlich nie verfolgt, aber ich habe jetzt in den letzten Tagen einfach mal recherchiert. Ich habe zusammen mit Lisa und Jakob eine Menge Germany's Next Topmodel geguckt und dabei bin ich immer tiefer in dieses Rabbit Hole irgendwie reingegangen und ganz ehrlich, ich komme nicht auf mein scheiß Leben klar, dass diese Sendung noch nicht abgesetzt wurde. Ich zeige euch in diesem Video, was aus meiner Sicht die kritischsten Seiten von Heidi und Co. sind. Warum das noch nicht abgesetzt wurde? Weil ProSieben damit einfach einen scheiß Reibach macht. Oder die ganze Gruppe um ProSieben rum. Weil das wahrscheinlich eins der meistgeschautesten Formate ist. Und wir sagen, also ich sag mal so, wer sich ein bisschen Vormittagsfernsehen anguckt, kann sich ja ungefähr ausrechnen, wie weit TV seine Grenzen gezogen hat. Die sind sehr, sehr niedrig. Also ich finde schon einige TV-Formate, die im Trash-TV laufen, sehr menschenverachtend. Ich werde auch die aktuellen Vorwürfe bzw. die wichtigsten aktuellen Vorwürfe der Teilnehmerin zusammenfassen und auch direkt mit Beispielen teilweise stützen. Davor möchte ich aber gerne noch ein paar andere Stellen und Maschen zeigen, die mir bei den Recherchen aufgefallen sind und die ich besonders ekelhaft finde. Es ist ein relativ spontanes Video. Let's go. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Ich habe jetzt nicht jede Staffel durchgeguckt, das habe ich zeitlich gar nicht geschafft. Aber ich habe aus jeder Staffel einige Stellen gesehen und die erste Sache, die ich daran sehr, sehr kritisch finde, sind die Stellen, in denen junge Frauen dazu gebracht werden, sich für das ProSieben-Publikum zu sexualisieren. Und zwar in praktisch jeder Staffel. Und nochmal ganz klar an der Stelle, jeder kann sich selbst sexualisieren, wie er oder sie möchte. Es geht mir um die Art, wie diese Frauen dazu gebracht werden, sich zu sexualisieren, auch wenn sie es vielleicht gar nicht möchten. Man sieht nämlich sehr regelmäßig in dieser Sendung Mädchen bis junge Frauen, die sich sichtlich unwohl dabei fühlen, sich so nackt und so sexy zu geben, wie Heidi es von ihnen verlangt. Da fühlt man sich schon unwohl. Ich habe auch schon mehr gemacht, als ich wollte, was für mich sehr, sehr, sehr unangenehm war. Es ist halt auch ein bisschen unangenehm, so nackt vor der Kamera zu stehen. Habe ich ja noch nie gemacht, ne? Noch nicht mal vor meinem Handy. Das war gar nicht mein Fall. Ich habe noch nie nackt oder irgendwas gemacht. Alle aus meiner Schule sehen mich dann. Ja. Sie hat die ganze Zeit gesagt, ich möchte nicht nackt sein, ich möchte nicht im Bikini abgelichtet werden. Sie wollte eigentlich einfach gar nichts, irgendwie keine Haut zeigen. Ready? Ja, Heidi, ich bin ready. Solche Stellen gibt es extrem viele. Und Heidi bestätigt auch, wie regelmäßig sich die Mädchen bei ihr unwohl fühlen. Es ist jedes Jahr immer das Gleiche, dass dann irgendwie ein Mädchen kommt und sagt, ja, ich fühle mich zu nackt oder ich will nicht so viel Haut zeigen. Also es ist immer wieder ein Déjà-vu. Ja, Heidi, wenn das immer ein Déjà-vu ist, dass Leute in deinem Umfeld sagen, ey, ich möchte mich nicht so ausziehen, Heidi, wie du es von mir gerne hättest. Macht das was mit dir? Man könnte ja daraus Schlüsse ziehen. Also wenn jetzt meine Gäste in meinen YouTube-Videos mir regelmäßig sagen würden, ey Rezo, so wie du willst, wie ich vor der Kamera bin, so nackt und so freizügig, so fühle ich mich einfach nicht wohl, dann könnte ich ja auch daraus Schlüsse ziehen. Maybe ziehst du dann auch irgendwelche Schlüsse daraus, anstatt einfach zu sagen, so yo, gehört halt dazu, dass es Frauen hier nicht gut geht. Das Ding ist, an der Stelle, Heidi ist schon ein paar Jahre älter. Wie alt ist Heidi? Wahrscheinlich schon in der 50 oder so, kann das sein? Ich weiß nicht, wie alt Rezo ist, aber ich sag mal, Rezo ist meine Generation. Was meine Generation da anspricht, ist für die Generation Heidi einfach gar nicht greifbar. Bei Heidi wahrscheinlich in ihrer Zeit damals gab es gar keine Diskussion. Und das ist, glaube ich, bei unseren Eltern, wenn wir unsere Eltern mal ansehen, die sind bei so vielen Themen so emotional abgestumpft, wo wir jetzt, sage ich mal, als etwas aufgewecktere Generation nachkommen, sozusagen, dann ist das für uns immer ganz weird, was unsere Eltern oder was auch meine oder die nachkommende Generation sagt. Ist nur ein Beispiel, was jetzt hier zu dem Thema nicht groß Bezug hat. Aber nehmen einfach mal, wenn wir jetzt mal, wir sind ja schon ein paar ältere Menschen, was wir von häuslicher Gewalt halten. Also mal einen Arsch voll kriegen, eine Ohrfeige oder eine Ohren ziehen. Die oft ist die Antwort darauf, zum Großteil, also mein Alter aufwärts, ja, dann ist das halt so. Wir sind daran nicht gestorben. Damals, also gehe ich mal von aus, damals war es halt eine andere Zeit. Wenn du es nicht getan hast, bist du halt, warst du halt weg. Dann warst du halt weg. Dann warst du weg vom Fenster, dann hast du deinen Modeljob, konntest du halt an den Nagel hängen. Weil da gab es wahrscheinlich nicht
zig Milliarden Möglichkeiten, sich zu vermarkten über Instagram, YouTube, TikTok oder whatever. Aber besonders widerlich finde ich persönlich die Art und Weise, wie diese Mädchen und Frauen dazu gebracht werden, dann doch das zu tun, was sie eigentlich nicht möchten. Und zwar exakt nach den typischen Casting-Couch-Methoden. Zum einen wird halt direkt gepusht. Mach den Mund auf, sei sinnlich. Dem Dusty ist kalt, mach den mal ein bisschen heiß, den Dusty. Zum anderen wird aber auch klar gemacht, Junge, wenn du groß rauskommen möchtest, mach das jetzt hier. Die anderen Mädchen, die machen das. Die wollen ihren Traum erreichen. Willst du deinen Traum nicht erreichen? Du musst jedes Mal dran denken, ihr kämpft alle miteinander. Es sind immer so viele Excuses. Nehmen wir mal an, heute wäre ein Job zu vergeben. Würde er dich buchen? Nach dieser Performance jetzt gerade? Wahrscheinlich nicht. Oft merkt man ihr an, dass sie doch noch sehr jung ist. Und der Konkurrenzkampf wird immer härter. Do you want to be a model? Yes. I want to be a model. Willst du überhaupt Model sein? Willst du das hier überhaupt? Dein Traum? Dann mach dich doch mal locker. Aber das Traurigste ist, dieses sich selbst zu sexualisieren, obwohl man das gar nicht möchte, haben die Mädchen schon verinnerlicht. Also wenn es an mir gegangen wäre, wäre ich natürlich draußen geblieben und hätte das nicht mitgemacht. Aber natürlich bin ich ja hier auch, um was zu... Aber an dieser Stelle muss man sagen, in Staffel 15 sollte doch nun mittlerweile wirklich jedem bekannt sein, was da Phase ist, oder nicht? Erreichen. Ich will unbedingt eine Runde weiter. Oh, ich will unbedingt. Ich mach's ja auch dafür, aber ich find's trotzdem irgendwie blöd. Für mein Alter. Und selbst wenn eine Frau wirklich ganz deutlich sagt bei einem Shoot, nein, ich möchte bei diesem Shoot jetzt den BH anbehalten, dann wird so krasser Druck aufgebaut, dass sie sich dann selbst dazu entscheidet, doch blank zu ziehen. Aber das haben wir bei den anderen ja auch nicht gemacht. Das Shooting, es ist nude und das muss man fotografieren. Ja, und wenn sie das nicht will, dann gibt's ja halt kein Foto. Ja, also wenn du dich jetzt nicht ausziehen möchtest, dann kannst du gehen. Ich kann jetzt nicht den BH anbehalten, oder wie? Und nach dieser Unterhaltung konnte sie sich halt jetzt selbst entscheiden, wie sie weiterverfahren möchte. Und man muss wirklich kein Psychologe sein, um in den nächsten Szenen zu sehen, wie sehr diese junge Frau gebrochen wurde. Ich zieh's jetzt einfach durch. Letizia! Great. That's the spirit we like. Aber das verstehst du schon, Letizia, dass ich wegen dir keine Extrawurst machen konnte, oder? Dass du so ein kleines bisschen motzig warst beim Fotoshoot, das hat dir ganz gut gestanden auch. Stimmt, ja. Aber das kann man nicht bei jedem Shoot machen, ne? Ist ein bisschen motzig heute. Die Kleine ist bei mir auf der Abschlussliste. Weil sowas will man eigentlich gar nicht haben, ne? Das brauchst du. Komplizierte Mädels. Vergiss es. Heidi, ihr manipuliert eine gerade so volljährige Teenagerin dazu, sich vor euch auszuziehen. Sie sagt ganz klar, dass sie das nicht möchte, ist auch für den Shoot überhaupt nicht notwendig, aber ihr baut so lange Druck auf, bis sie irgendwann resigniert und gebrochen ist. Und dann lässt sie es über sich ergehen und ihr dürft ihren Körper so benutzen, wie ihr es wollt. Und danach, und das macht mich besonders sauer, hast du Heidi und dieser widerliche Fotograf noch die Dreistheit, über sie hinter ihrem Rücken zu lästern, wie anstrengend sie war, dass das ja gar nicht geht, dass sie gezögert hat? Eure ganze Art ist einfach nur Abfall. Und das, was in dieser Sendung passiert, gehört eben nicht einfach so zum normalen Model-Business dazu. Es ist nicht Gott gegeben, dass jedes Model mit komplett nackten Männern shooten muss, dicht an dicht, Körper an Körper, oder komplett nackt auf Pferden sitzen muss. Vor allen Dingen, weil du ja auch ein hautfarbenes Höschen anhaben kannst und das wegphotoshoppen kannst. Digga, das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Oder dass man auf einem Typen reitend fast nackt in der Öffentlichkeit rumtourt. Sowas ist nicht normal im Model-Business. Es gibt viele Models, die von diesem Job leben und sowas niemals machen. Heidi und ProSieben. Das verkauft sich aber nicht gut im Fernsehen. Und das relativiert nicht das, was dort passiert. Das verkauft sich nicht im Fernsehen. Und dass die Frauen oder die jungen Mädels da gebrochen werden für diesen Zweck, ist wirklich widerlich. Die definieren einfach, dass das bei ihnen dazugehört. Die sagen einfach, das ist so. Für mich, für diese Sendung, müsst ihr das halt tun. Aber das macht's nicht besser. Und um das kurz klarzumachen, folgende Analogie. Ein 40-jähriger YouTuber, der ist Multimillionär und der macht ganz crazy Vlogs. Und in den Vlogs gibt es zum Beispiel Partys und da sind alle Leute cool am Chillen und am Feiern oder so. Und jetzt stell dich mal vor, dieser ältere YouTube-Millionär würde dann zu ganz jungen Frauen, zu Teenagern hingehen und sagen, hey, du kannst gerne in meinem Vlog vorkommen, ich kann dich gerne einladen und dann kommst du auch in den Videos vor und das könnte für dich eine Chance sein, auch in der Social-Media-Welt einen Push zu bekommen und groß zu werden. Und dann sagt er aber, zieh dich aus. Wenn Leute nackt sind, dann klicken sich meine Vlogs besser, deswegen gehört das bei mir dazu, definiert er einfach so und jetzt zeig deine Brüste oder du fliegst. So ein Verhalten eines YouTubers wäre exakt dasselbe. Das ist ethisch gesehen genau dasselbe. Er definiert für sich, das ist für mich wichtig, das gehört für mich dazu. Und die Girls können sich ja frei entscheiden, was sie wollen. Wollen sie ihren Traum erreichen oder nicht? Da müsste man sich doch hinsetzen und den jungen Menschen Aufklärungsarbeit leisten, oder nicht? Also ich rede nicht davon, dass Eltern das machen, sondern ich rede einfach davon, dass dort Aufklärungsarbeit geleistet werden müsste, was da auf dich zukommt. Also bei, du musst ja, also gerade bei, sagen wir mal, 18-Jährigen oder
19, die so ihren Traum leben wollen. Da müsste doch eine verantwortungsbewusste Person nebendran sein, die dem Mädel erklärt, was es noch an anderen Möglichkeiten gibt, dort ihren Weg zu gehen. Das heißt insbesondere für euch, entweder ihr müsst beides in Ordnung finden, das was Heidi macht, aber dann auch das, was dieser fiktive YouTuber machen würde. Wenn beim fiktiven YouTuber dann unter Tränen sich die Teenager ausziehen würden für seinen Content, weil sie können ja damit Social Media Star werden, dann findet ihr das beides in Ordnung. Oder ihr findet beides, diesen fiktiven YouTuber und Heidi, gleichwertig verwerflich. Alles andere wäre nicht rational und nicht logisch. Nur weil wir konditioniert sind, das eine normaler zu finden, macht es das nicht besser. Okay, kurzer Rant zu Ende, wieder anderes Thema. Es ist nämlich, by the way, ziemlich ironisch, was die teilweise für Shootings machen. Zum Beispiel dieses Shooting, wo sie nackt in Rosenblättern liegen. Das ist aus dem Film American Beauty. Und in diesem Film, insbesondere in dieser Szene in dem Film, geht es nämlich genau darum, dass ein alter Mann eine junge Schülerin sexualisiert, sich sie nackt vorstellt, weil er sie bangt. Möchte. Also genau das, was eben passiert, wenn ProSieben diese Szenen an ein Millionenpublikum im Fernsehen ausstrahlt. Aber warte ganz kurz, ich muss jetzt glaube ich mit meinen Vorwürfen hier aufpassen, weil Heidi und Co., die würden doch niemals absichtlich Minderjährige sexualisieren. Oder? Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. In fast allen Germany's Next Topmodel Staffeln sind Teile der Kandidatin minderjährig. Und zwar nicht als Randerscheinung. Also in manchen Staffeln war die Siegerin... Sind das alles Ausschnitte aus dem richtigen, aus der Übertragung? Also wird das so, ist das so geschnitten, dass man das so sehen kann im Fernsehen? Warum gucken das Menschen noch? Minderjährig, in noch mehr Staffeln waren die Top 3, waren Minderjährige dabei. Teilweise waren in Staffeln alle drei der ersten drei Plätze minderjährig. Das ist schon mal weird, aber nur weil die da mitmachen, werden die ja nicht fürs Publikum sexualisiert, oder? Naja, doch. Hier sollen zum Beispiel verschiedene Minderjährige mit einem Typen rummachen. Mal sehen, wie sich Lisa und Betty mit Ole vergnügen. Und nur um kurz klarzumachen, wie abgefuckt das ist. Am lustigsten fand ich den Dusty, der irgendwie immer ein Problem hatte mit seiner Hose oder was in der Hose drin war. Ich weiß auch nicht, das war ganz komisch. Also der fummelte sich andauernd in der Hose rum. Ey, Heidi, fand ich auch mega lustig, wie dieser fremde Typ immer so einen harten bekommen hat, während du so 16, 17-Jährige dazu gepusht hast, mit ihm rumzumachen. War wirklich mega funny. Bei seinem Instagram-Post schreibt er dazu, I'm a lucky dude, Hashtag love my job. Auch mega lucky, dass er mit 16, 17-Jährigen rummachen darf. Und hier jetzt noch ein anderes 16-jähriges Mädchen, das von Heidi dazu gepusht wird, auf diesem Dude rumzugrinden. Sie sagt sogar selbst, wie unerfahren sie ist. Ja, ich fände es jetzt nicht so toll, wenn das jetzt mein erster Kuss wäre. Aber kein Problem, Heidi zeigt dem Mädchen ja, was das Mädchen zu tun hat, um weiterzukommen. Geh richtig mit der Hand hier so rein. Ja, aber auch wenn sie sich dafür Mühe gegeben hat, das reicht Heidi einfach nicht. Sarah war schwach. Sie hat aber auch noch nie einen Freund gehabt und weiß nicht, wie man einen Jungen anfasst. Ja, Heidi, weil sie 16 ist. Ey, ich find's auch echt unangenehm, wenn minderjährige Mädchen nicht wissen, wie man so einen richtigen Mann anfasst. Und sowas sind keine Einzelbeispiele. Lena shootet in Unterwäsche, da sie noch minderjährig ist. Was ist das allein für ein weirder Satz? Wenn sie doch minderjährig ist, warum soll sie dann sexy in Unterwäsche sein? Du bist heiß, weil du bist nackt. Ich habe immer nur versucht, irgendwie, was weiß ich, sexy oder so zu wirken. Dann macht so ein creepy Fotograf Bilder von ihr, möchte dabei, dass dieses Mädchen ihn beleidigt, weirder Kink, und sagt sogar selber, dass sie sich unwohl fühlt. Lena was very nervous, she wasn't comfortable. Sie ist verkrampft, sie ist unsicher, sie ist nervös. Sie ist vor allen Dingen eins, Heidi. Minderjährig. Oder hier ein weiteres Beispiel von der 16-jährigen Natalie. Auf die Verführung achten. Du bist nicht die Frau fürs Leben, sondern du bist die Frau für die Nacht. Das hast du schön gesagt. Halleluja. Echt poetisch, wie du so als alter Mann zu einer 16-Jährigen gesagt hast, dass sie gefälligst nur die Frau für eine Nacht sein soll. Deutsche Goethe. Naja, dann ist dieses Mädchen fürs ProSieben-Publikum nochmal extra sexy. Und diese unangenehmen alten Männer kommentieren das dann einfach mit She wants it und great. She wants it. Es gibt so viele solche Stellen, allein im selben Shoot zu einer anderen Minderjährigen noch. Eine Art sexy move, sexy dance. Versuch sie ihn anzumachen. Ich hoffe sehr, dass sie da jetzt noch zwei, drei Schippen drauflegen kann, weil so wird das mit der Verführung nix. Nee, so wird das mit der Verführung nix. Auch die folgenden Mädchen sind minderjährig. Ist das sexy? No, it's not. Sexy gucken, immer ein kleines Zwinkern in den Augen. Sexy, sexy, sexy. Mach dich super sexy. Sexy, 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 sexy.
Wir haben es verstanden, Heidi. Die minderjährigen Mädchen sollen sexy sein. In dem Fall sogar, während sie mit kaltem Wasser abgespritzt werden und völlig unterkühlt teilweise fast zusammenbrechen. Nicer Content eben. Aber warte, das ist ja eher eine Ausnahme, oder? Dass die Kandidatinnen da so psychisch und körperlich strapaziert werden. Die Produktion kümmert sich doch safe total gut um diese Mädchen, würde niemals extra etwas dafür tun, dass diese Mädchen noch mehr belastet werden und mehr Stress ausgesetzt sind, als es notwendig wäre. Oder? Voll das scheiß Shooting, Mann. Weißt du, was wir machen mussten? Und jetzt kommen wir zu aktuellen Vorwürfen, die auch verschiedene Teilnehmerinnen in den letzten Tagen und Wochen so veröffentlicht haben. Einer der Hauptvorwürfe gegenüber der Produktion von Germany's Next Topmodel ist, dass Stress künstlich gepusht werden würde und die Möglichkeit für Stressabbau genommen werden würde. Natürlich, weil wenn du unter Stress bist, bist du gefügiger. In der Pornoindustrie ist das sehr ähnlich. Also wenn Frauen dort nicht das machen möchten, was sie, wofür sie gebucht werden, weil sie dann doch einen Rückzieher machen, wird dort auch sehr viel Stress ausgeübt, damit die keinen Moment haben, um klar darüber nachzudenken, was sie machen sollen, sondern sie geben einfach irgendwann klein bei. Es ist eine sehr gängige Praktik im, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, im Showbiz, was nicht cool ist, by the way. Also überhaupt nicht. Einfach damit es Streit, Tränen und Zusammenbrüche gibt. Ich meine, jeder hat mal Stress und wie geht man damit um? Man zieht sich zum Beispiel zurück, man ist einfach mal für sich, vielleicht zockt man was, vielleicht guckt man einfach mal Fernsehen oder man geht ans Handy oder man geht mal allein spazieren oder man spricht einfach mal mit Freunden, sowas halt. Und verschiedene Teilnehmerinnen erzählen und bestätigen, dass genau das verboten wird. Also der Kontakt zu Familie und Freunden sei stark eingeschränkt und auch nur im Regelfall unter Begleitung von Kamera. Hier die Kameramänner hinterherrennen und ich in den Garten rennen musste oder ins Badezimmer, mir nichts anderes übrig blieb und du um 5 Uhr morgens geweckt wirst und du auf einmal diese riesen Linse vor dir hast und es war alles ein sehr traumatisierendes Erlebnis. Außerdem sagen verschiedene Teilnehmerinnen, dass man generell von der Außenwelt unnötig isoliert werden würde. Ihr habt kein Handy, kein Handy, wir durften die ganze Zeit, 3 Monate lang war mein Handy weg, wirklich weg, ich durfte nicht mal nach Drehschluss an mein Handy. Ihr habt kein Handy, ihr habt keinen Netflix. Wir hatten Fernseher, ja, aber die waren ausgestellt. Wir durften darauf nicht mal Netflix gucken. Netflix! Warum wird das denn gemacht? Also am Ende des Tages sind die, also selbst wenn du 16, 17, 18 bist, weißt du ja, wenn du irgendwas nicht willst. Das heißt, du wirst dir wahrscheinlich von irgendwem Rat holen. Also nicht mal deine Freundinnen, sondern wirst dich vielleicht sogar an deine Eltern oder an eine, sage ich mal, erziehungsberechtigte Person wenden. Und das wird halt unterbunden. Das sind seit vielen Jahren gängige Praktiken. Was ich dabei nicht verstehe, und da komme ich meistens immer nur zu einem Entschluss, und den finde ich sehr, sehr schade, warum das nicht unterbunden wird. Also A ist es der Fall, dass die meisten Leute sich das da draußen angucken. Zuckerbrot und Peitsche, du fühlst dich halt erhaben, zu Hause auf deiner Couch. Deswegen läuft ja auch diese Trash-TV so gut, weil die meisten Leute sich dann besser fühlen als diejenigen im Fernsehen. Dass dort aber immer noch nicht gegen vorgegangen wird, ist einfach super traurig. Und meine einzige, also auf den Schluss, auf den ich immer komme, ist, dass da einfach so viel Geld im Spiel ist und Leute sich diesen Scheiß einfach freikaufen. Der ganze Außenbereich und alles war bewacht. 24/7 wurden wir bewacht. Da war auch ein Wachmann, der immer geguckt hat. Und uns wurde halt gesagt, sollten wir rausgehen? Sollten wir irgendwie versuchen rauszugehen? Sind wir sofort von der Schuld disqualifiziert. Also es gibt einzelne Aspekte, wo sich die Aussagen von verschiedenen Teilnehmerinnen unterscheiden. Zum Beispiel sagt eine Teilnehmerin, dass man in einer Staffel überhaupt nicht raus durfte. Und andere Teilnehmerinnen sagen, ja, wir durften überhaupt nicht raus ab einem bestimmten Punkt. Aber davor durften wir unter Begleitung kontrolliert teilweise raus. Aber diese Unterscheidung empfinde ich eher als marginal in Bezug zu den eigentlich viel stärkeren Vorwürfen, dass nämlich die Produktion angeblich ganz normale Stressventile wegnehmen würde, damit die mehr belastet werden. Aber Stressventile zu nehmen ist ja auch nur die eine Seite. Die andere Seite wäre aktiv was für Stress zu tun. Und dazu erzählen verschiedene Teilnehmerinnen auch einiges. Aber auch unabhängig von den aktuellen Schilderungen und Vorwürfen von den Teilnehmerinnen sieht man das auch relativ gut in der Sendung, finde ich. Ich meine, hier wird zum Beispiel in krasser Kälte nachts fast nackt geshootet, was ja erstmal eine körperliche Belastung ist, aber dann shooten die halt vor einem Greenscreen. Dafür muss man nicht draußen sein. Das ist völlig egal, ob du dafür draußen bist. Das hätten die literally in dem nächsten Raum, in dem nächsten Zimmer machen können.
Oder hier ein anderes Beispiel. Da mussten die auf einem Bett in der Öffentlichkeit einfach im ganz normalen Straßenverkehr auf einem Mann fast nackt rumgrinden. Und natürlich weiß die Produktion, man kann ja auch unterstellen, dass sie das geplant hat, dass es Leute gibt, die von allen Seiten Fotos machen. Deshalb konnten weder wir noch unsere Securities etwas gegen die Zuschauer und die Profikameras der Paparazzi ausrichten. Ach Mensch, Alter, da konnten wir als Produktion gar nichts gegen machen, dass das jetzt so passiert ist. Die Unterstellung, dass genau das natürlich der Plan und das Ziel war, liegt ziemlich nah. Aber jetzt kommt's, es geht nämlich noch weiter. Denn ausnahmsweise dürfen die jetzt einmal googeln. Die dürfen mal ins Internet. Komisch, dass die Produktion zufällig in dem Augenblick erlaubt, dass die mal ins Internet dürfen. Gleich mehrere Online-Seiten haben Fotos meiner Models veröffentlicht. Weird, dass das so passiert ist. Eine Aufnahme schockiert dabei alle am meisten. Alter, sowas können die doch nicht posten, Mann. Man kann mich da doch ganz... Alter. Und ein Mädchen hat es ganz besonders hart getroffen und die telefoniert dann natürlich mit ihrem Freund. Mann, weißt du, was wir machen mussten? In Unterwäsche auf einem Bett über den Hollywood Boulevard fahren mit irgendeinem Typen. Die ist dann total traurig und weint und ist fertig mit den Nerven. Guter Content, ne, ProSieben? Und nachdem die Produktion bzw. ProSieben dann gemerkt hat, dass diese junge Frau richtig seelisch fertig ist davon, dass es dieses Foto von den Paparazzi gibt, benutzen sie genau das Bild noch fürs Thumbnail. Angenehm. Die Unterstellung, dass die Produktion genau das natürlich als Ziel und als Plan hat, liegt sehr nah. Die Produktion wusste, dass das passiert, sie hat damit geplant, dass das passiert. Man hat absichtlich diese Mädchen in eine Situation gebracht, in der sie nochmal mehr belastet werden, als es nötig wäre. Und dann hat man Drama dafür bekommen. So geht man mit Menschen um. Also an so einer Stelle ist es ziemlich offensichtlich, dass die Produktion bzw. ProSieben oder Heidi Klum Menschen aktiv, bewusst seelische Schmerzen zufügen, damit sie danach aus ihren Tränen Profit machen können. Außerdem berichten verschiedene Teilnehmerinnen davon, dass ihnen der Zugang zu einem Arzt viel zu lange verwehrt wurde, als sie verletzt waren. Also teilweise werden ernsthafte Verletzungen von Shootings einfach verschwiegen. Hat man das eigentlich in die Serien gesehen, dass ich mir bei dem Shooting einen Arm gebrochen habe? Ich glaube nicht, oder? Das haben sie verheimlicht. Und eine andere Teilnehmerin schildert ein Erlebnis bei einem Shooting, wo sie mit einem Auto mitfahren mussten, das extra absichtlich rasant und riskant gefahren ist und es dann halt einen Unfall gab. Der Fahrer ist schon, finde ich, immer rasanter gefahren. Also die Kurven wurden immer extremer und alles und so. Und plötzlich, ehe ich mich versehen habe, zack, sind wir mit dem Wagen umgekippt. Und haben uns sozusagen überschlagen. Und sie erzählt weiter, dass sie direkt nach dem Unfall interviewt wurde, weiter drehen musste. Du kannst Philipp Feins, also weil das gerade im Chat steht, Dramas irgendwie das eine, Missbrauch das andere. Wie könnte man das am schnellsten nachhaltig unterbinden? Du kannst das nachhaltig nur unterbinden, wenn Menschen darüber reden und Aufklärungsarbeit leisten. Weil du wirst diese Konzerne daran nicht hindern können. Wirst du nicht. Oder mit ihren sich mit Kindern hinsetzen und ihnen Alternativen aufbieten als das da. Weil das ist menschenverachtender Scheiß. Das ist wie Trash-TV am Vormittag. Das ist menschenverachtender Scheiß. Genau deswegen gucke ich in meinem Stream, gucke ich kein Trash-TV. Weil das hier nichts zu suchen hat. Das ist menschenverachten, also das ist wirklich unter der Menschenwürde die Scheiße. Und das ist ein Format, ob es jetzt DSDS ist oder wie der ganze Plunder heißt, das ist einfach nur Rotze. Und das ist das grundlegende Problem, wo wir als Gesellschaft sehr oft zweigleisig fahren, im Sinne von Doppelmoral. Weil es gibt auch ganz, ganz viele super intelligente Menschen, die sich die Rotze reinziehen und das für okay befinden. Obwohl sie unter Schock stand, dass sie nach einem Arzt gefragt hatte, aber dieser den ganzen Tag nicht gekommen ist, sondern erst mitten in der Nacht, 12 Stunden später. Sie musste den ganzen Tag noch fertig drehen. Also an dem Entscheidungstag, an dem Morgen, haben wir dann auch erfahren, ja, das wird nicht ausgestrahlt und dass wir ja dann nicht mehr drüber reden sollen, nicht am Set oder sonst was. Dann dachte ich auch so, hallo. Und auch als wir vor Heidi waren und so, Heidi hat so gar nichts angesprochen, fand ich auch sehr, sehr schade, weil das war einfach so gar kein Thema. Hat die einfach gar nicht interessiert. Und da habe ich dann noch mal gemerkt, wie auch schon die Wochen davor, dass man als Person eigentlich wirklich gar nicht interessiert in der Sendung. Es geht wirklich nur darum, die Show zu machen. Wir Mädchen als Individuum haben gar keine Bedeutung. Das war denen scheißegal. Eine andere Teilnehmerin von einer anderen Staffel erzählt sogar, dass sie sich den Arm verletzt hatte und einen Arzt wollte, aber erst 3 Tage später ärztlich behandelt wurde. Also, wir haben auf der einen Seite verschiedene Teilnehmerinnen aus verschiedenen Staffeln, die alle in die ähnliche Richtung Vorwürfe erheben.
nämlich dass die einzelnen Frauen als Individuen völlig egal sind und sie sogar aktiv dahingehend strapaziert werden, dass es ihnen körperlich nicht gut tut oder dass es ihnen seelisch nicht gut tut, damit man daraus Content machen kann. Aber es geht noch weiter, denn was ist, wenn das nicht ausreicht, um genug Drama für die Produktion zu haben? Naja, dann könnte man ja etwas nachhelfen. Ja, selbst das, also selbst das, wenn wir das jetzt nehmen. Es gibt soweit auch einige, die sich halt über Discord und TS zusammen angucken und sich darüber lustig machen, weil es eben so Trash ist. Genau das möchte Fernsehen damit erreichen. Genau das ist das, was das Fernsehen damit erreichen möchte. Deswegen läuft am Vormittag eine Hartz-IV-Familie, wo dir irgendeine Käse-Fondue-Story vorgelegt wird, die völlig an der Haare herbeigezogen ist, damit Menschen sich darüber lustig machen können, damit sie aus ihrem eigenen Leben gerissen werden, damit sie an sich selber arbeiten können und ihr eigenes Leben auf die Kette kriegen. Genau deswegen gibt es so eine Scheiße. Und das auch. Das ist genau dasselbe in Grün. Deswegen gucke ich seit vielen Jahren schon gar kein Fernsehen mehr, weil das dich selber davon ablenkt, dein eigenes Leben zu bestreiten, und zwar in einer sinnvollen Art und Weise. Weil dir hier nämlich was vorgelebt wird, was du mitnimmst, und so wirst du halt unterbewusst mehr oder weniger manipuliert, ein anderer Mensch zu sein. Und das läuft im Fernsehen, läuft das genauso, wenn du dich hinsetzt und dich darüber lustig machst, wie Andi bei Frauentausch oder ich weiß nicht wie genau, wie er heißt, der da rumschreit, hier bleibt alles so, wie es ist. Deswegen sind diese Memes für mich auch einfach nicht lustig. Ich verwende diese Memes auch einfach gar nicht, um das weiter zu befeuern. Müsste dir das einfach so gefallen? Dass es im Unterhaltungsfernsehen ziemlich viel Fakeness und Verarsche gibt, ist hoffentlich jedem klar. Also neben der Klatschpresse ist, glaube ich, das Unterhaltungsfernsehen so auf dem höchsten Level von Zuschauerverarschen. Also es gibt auch auf jedem anderen Medium viel Fakeness, es gibt auch auf YouTube viel Fakeness, aber kein deutscher YouTube-Kanal ist ansatzweise auf dem Fakeness-Level, wie es Teile der deutschen Fernsehlandschaft sind. Wer das noch nicht verinnerlicht hat, der ist, glaube ich, einfach naiv. Ein mehrfacher Vorwurf auch gegenüber Germany's Next Topmodel ist die... Das möchte ich jetzt kurz mal anzweifeln. Die Manipulation von Statements der Teilnehmerin. So erzählen Kandidatinnen zum Beispiel, dass Aussagen strukturell und gezielt aus dem Zusammenhang gerissen werden. Die Frage war zum Beispiel, wie fandest du denn, dass Aminata zu Natalie gesagt hat, du Schlampe? Und dann sagst du zum Beispiel als Antwort, ja, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Dann haben sie also diese Aussage, fand ich super uncool, dass sie das gemacht hat. Und dann passiert aber 3 Wochen später was komplett anderes und dann können sie aber diesen O-Ton nehmen und auf die Situation schneiden. Eine andere Manipulationstechnik, von der berichtet wird, ist, dass die Kandidatin immer die Fragen selbst aufgreifen müssen in ihren Antworten. Du musst die Frage wieder aufgreifen. Was heißt das so genau? Naja, eine Redaktion fragt dich, also die Leistung von Tamara waren ja diese Woche überhaupt nicht gut. Würdest du sagen, sie kommt trotzdem weiter? Und du sagst, ich glaube schon. Hey, Frage wieder aufgreifen. Ja, also Tamaras Leistung war diese Woche überhaupt nicht gut. Ich glaube aber, dass sie weiterkommt. Damit es halt hingeschnitten werden kann. Das läuft halt nach Skript, damit das so viel wie möglich Menschen, wann auch immer das ausgestrahlt wird, gucken, damit das immer noch eins der beliebtesten und populärsten Formate bleibt im TV. Bam! Du hast jetzt einen Satz und zwar, Tamaras Leistung war diese Woche nicht gut. Das kam nicht aus meinem Mund, das würde ich so nie sagen. Ich sollte die Frage wieder aufgreifen und der Redakteur hat mir diese Worte im Mund gelegt. Und mit solchen Techniken kann man natürlich jede Person als Zicke, als süßes Girl, als nettes Mädchen oder was auch immer darstellen. Solange du genug Footage hast und sogar noch diese Techniken hast, dann kriegst du alles hin, Digga. Aber die vorgeworfenen Manipulationstechniken gehen noch weiter. Denn verschiedene Teilnehmerinnen erzählen oder bestätigen, dass die Redaktion aktiv lügen würde, um, ich sag mal, Zwietracht zu säen. Also zum Beispiel, dass die Redaktion zu einer Teilnehmerin hingeht und dann sagt, ey, pst, die da hinten übrigens, die finden dich total doof, die lästern gerade über dich. Willst du das nicht mal mit denen klären? Willst du die nicht mal da konfrontieren, dass sie über dich lästern? Und dann geht die Teilnehmerin zu denen hin und die zanken sich natürlich. Und auch hier wieder, solche Maschen sieht man sogar teilweise in der Show. Ich gehe jetzt nicht wegen Noella, sondern... Also sie will gehen und sie sagt Heidi ganz explizit, ich gehe nicht wegen Noella. Aber das wäre ja einfach eine normale, erwachsene Entscheidung, dass man gehen möchte. Was macht Heidi also daraus? Die auf dem Heimweg schon ist. Die, echt? Ja, die Show verlassen hat. Aufgrund Noella. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder sie hat Heidi explizit gesagt, hey, ich gehe nicht wegen Noella, sondern aus den und den Gründen. Und als die Kameras dann aus waren, hat sie gesagt, weißt du was, mir fällt gerade ein, ich gehe doch wegen Noella. Entweder das, und das haben die dann halt nicht reingeschnitten. Oder Heidi lügt die Mädels an.
Hier ist noch ein direkteres Beispiel, wo ein Juror ziemlich offensichtlich zwei Girls gegeneinander aufstacheln möchte. Was denkst du denn, was du besser kannst wie Mary Lou? Was? Marie Luisa, sag du mir bitte, warum sie nicht mit zum Casting soll. Weil ich größer als die Sie bin. Lässt dir das einfach so gefallen? Der sagt einfach zu der einen so, ey, sag mal was Negatives über sie. Die so, yo, ich weiß nicht, mir fällt nichts ein. Und dann geht er zu der anderen und sagt, ja, aber sag du mal irgendwas, was an dir besser ist als an ihr. Und sie so, weiß ich nicht, also vielleicht bin ich größer? Und dann, ey, das lässt du dir einfach gefallen? Ey, das ist doch so Grundschule, Schulhofniveau. Ey, der da hinten, der hat deine Mutter beleidigt. Lässt du dir das einfach so gefallen? Ich würde mir es nicht gefallen lassen. Und diese offensichtlichen und lächerlichen Versuche, zwei Frauen gegeneinander aufzusetzen, sind ja nur die, die ausgestrahlt wurden. Es ist sehr plausibel, dass das nur die Spitze des Eisberges ist und die meiste Manipulationsarbeit hinter der Kamera stattfindet. Wäre ja viel sinnvoller. Aber die Manipulationsvorwürfe gehen sogar noch weiter, weil vorgeworfen wird, dass die eigentliche Competition, das, worum es irgendwie ja in der Sendung geht, als solches manipuliert werden würde. Also eben in anderen Worten, für die Produktion ist es völlig egal, ob die besten Mädchen weiterkommen, sondern es geht darum, dass die weiterkommen, die am meisten Quote machen, die von der Storyline am sinnvollsten sind, damit die meisten Leute einschalten. Wir laufen ja nicht nur einmal vor und zurück, so wie ihr das seht, sondern wir laufen 2 bis 3 Mal vor und zurück. Es ist ein minutenlanger Walk, der für euch dann in 3 bis 10 Sekunden zusammengeschnitten wird. Und ungelogen, ich laufe, ich verkacke dermaßen, ich merke das ja, rutsch hier mal raus, hier mal ein kleiner Stolperer, so da habe ich nicht die Kurve gekriegt, wirklich, komme an. Wow, Liana, du kannst so gut laufen. Der Designer meinte nur, wow, hast du mein Kleid verkörpert, das war der Burner. Und ich nur so, boah Leute, ich weiß gerade, ihr zieht die größte Scheiße, ihr wisst gerade, ihr zieht die größte Scheiße. Ab dem Moment wurde mir klar, es geht hier nicht um Leistung. Das sagt Liana und eine andere Teilnehmerin, die übrigens Lianas Schilderungen alle bestätigt hat, erzählt sogar davon, dass Instagrammerinnen teilweise schon vorher zugesagt wird, wie weit sie kommen würden, garantiert, wenn sie mitmachen würden. Diese Herangehensweise, dass man schon verhältnismäßig reichweitenstarke Leute ranzieht und sagt, hey, du kommst mindestens so und so weit, kann ich übrigens bestätigen, dass es bei mir mal bei so einer, ich sag mal, Gesangs-Casting-Show passiert. Also relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere wurde mir auch zugesagt, hey, wenn du hier beim Casting mitmachst, kommst du mindestens so und so weit. Ich habe die Nachrichten aber nicht mehr, deswegen möchte ich jetzt nicht den Namen von der Castingshow droppen. Außerdem kann Dieter Bohlen da gar nichts zu. Aber zurück zu Germany's Next Topmodel, denn auch das ist nicht alles an Vorwürfen. Ein extrem großer Vorwurf war, dass Liana erzählt... Jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Jetzt wirklich. Wer mit gesundem Menschenverstand denkt, dass das legitim ist, was dort ausgestrahlt wird? Also mit Anfang 20 war mir schon klar, dass das mir persönlich, dass das nur... gefakter Bullshit ist. Das frage ich mich bis heute, frage ich mich das immer noch, wie man sich das reinballern kann und denkt, dass das die Realität ist, was dort geschaffen wird. Also ich habe jetzt schon dreimal mit Fernsehen zusammengearbeitet. Nie wieder. Sobald irgendeiner, aber auch wirklich nur irgendeiner dabei ist, der irgendwas mit Fernsehen zu tun hat, nope. That's not gonna happen. Erzählt hat, dass einzelnen Mädchen vor einem Catwalk die Füße eingecremt und eingeölt wurden. Damit hast du halt keinen Halt mehr und maulst dich. Das ist erstmal nur eine Aussage. Aber Alicia Joe hat dazu noch Hinweise in der Sendung gefunden, die ziemlich dafür sprechen, dass das so stimmen könnte. Und da ich das jetzt nicht besser zusammenfassen könnte als sie, spiele ich einfach Alicia ab. Dann habe ich aber dieses Video aus Lianas Staffel von 2020 gefunden. Schaut euch das mal an. Why, what happened? Das ist Öl auf den Füßen, Schatz, das geht nicht. Leute, ihr dürft eure Füße niemals einölen. Also erstmal sagt Nikita Thompson in diesem Ausschnitt, da ist Öl auf deinem Fuß, Schatz, das geht nicht. Was sehr stark darauf hindeutet, dass diesem Model jemand die Füße eingeölt hat, weil... Nee, lineares Fernsehen ist genau nicht fertig. Mm-mm. Fernsehen, also wir denken, wir, beispielsweise, also ich sag jetzt mal wir hier, dieser Kreis, wir denken, dass Fernsehen tot ist, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise ist Fernsehen tot. Das ist definitiv nicht, das ist ganz weit weg von überhaupt irrelevant. Ganz weit weg. Wir denken immer alle, weil wir hier in dieser Bubble sind, dass wir weg sind davon. Ne, Fernsehen ist nicht mal ansatzweise dead.
Nicht mal ansatzweise. Ich denke mal nicht, dass sie das selbst gemacht hat. Des Weiteren sieht man im Hintergrund, wie einem anderen Model eventuell gerade die Füße eingecremt werden. Und das im Video betroffene, stolpernde Model, nämlich Nina Su, hat vor kurzem auch ein Video auf TikTok veröffentlicht, wo sie schreibt, mein Walk mit Füßen, die eingeölt wurden und mein Walk unter normalen Bedingungen. Und dann gibt es noch ein weiteres unabhängiges Indiz aus der GNTM Staffel 2021, also ein Jahr später. Hier berichtet nämlich die Kandidatin Nana Folgendes. Kurz bevor ich laufen musste, wurde ich eingecremt, ganz normal, damit meine Haut vor der Kamera schön glänzt. Dann wurden meine Füße auch eingecremt, ich war schon so okay. So, und dann bin ich gewalkt. Dann bin ich direkt auch schon die Treppen runtergeflogen. Und wieso bin ich die Treppen runtergeflogen? Weil ich keinen Halt mehr in den Schuhen hatte und bin aus dem Schuh rausgerutscht. Dann bin ich nochmal gewalkt und da bin ich ja umgeknickt. Und ich bin deshalb umgeknickt, weil ich den Halt in den Schuhen verloren habe. Es war auf jeden Fall super rutschig in diesen Schuhen und das wurde halt rausgeschnitten. Und zwar bin ich komplett aus dem Schuh dann draußen gewesen und ganz oben, als ich dann ankam und ein Interview geführt habe, habe ich das gesagt. Ich bin aus dem Schuh rausgerutscht und habe so einen Move hingelegt. Am Ende des Tages ist mein Fuß dann eingeschwollen und ja. Danke, Alicia. Und das sind schon einige Hinweise und direkte Unterstellungen, dass sowas passieren würde. Und es wäre extrem heftig, weil es nicht nur eine direkte Beeinflussung der Competition ist, sondern weil man damit aktiv eine Situation schafft, in der sich Menschen eher verletzen. Für Unterhaltung? Ich habe hier nicht mal die Zeit, auf alle Vorwürfe von Teilnehmerinnen gegenüber ProSieben und Germany's Next Topmodel und Heidi Klum einzugehen. Neben den direkten Vorwürfen bezüglich Körperverletzung, Missbrauch, Mobbing, Manipulation und Falschdarstellung gibt es nämlich noch weitere. Zum Beispiel darüber, dass Teilnehmerinnen aktiv US-Behörden anlügen sollen, damit die Produktion Steuern sparen könnte. Aber dieses Video ist vor allen Dingen spontan ist, eigentlich schon viel zu lang. Und ich möchte die Zeit lieber nutzen, um noch über einen anderen, sehr bekannten Toxic Trait von Heidi und ihrer Sendung zu sprechen. Ich brauche dazu gar nicht viel sagen. Ich lasse die Clips einfach für sich sprechen. Das ist für das Model zu viel, das gut. Es sieht besser aus, wenn sie seitwärts ist. Sonst siehst du so breit aus. Du bist dann unten und nimmst dir dann ein Stück Obst und schiebst dann darunter her direkt noch so einen Riegel mit da rein. Bleaching können wir bei dir machen. Okay. Du musst rein, du musst ihn ganz hart machen. Hart muss er sein, der darf nicht squishy sein. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, wie du dich verbessert hast. Vorher 98, jetzt? 100. 100? Vorher war 98 eigentlich schon eine hohe Zahl. Ja. Ja, weiß ich auch. Und deswegen bin ich jetzt geschockt, dass da jetzt 100 steht. Es sieht einfach nicht mehr ästhetisch aus, wenn man zu viel Knochen und zu viel... Es sieht einfach zu hager, zu mager aus. Beim letzten Clip hat sie übrigens wieder über eine Minderjährige gesprochen, die sie gerade dazu gepusht hat, sexy vor der Kamera zu sein. Oder hier eine andere, die wegen einer nicht wirklich ungefährlichen Krankheit ein bisschen zugenommen hatte. Bist du es wirklich, Isabella? Isabella. Meine Güte, auf die habe ich mich eigentlich gefreut. Das war zuerst mal für uns ein Schock. Isabella, Isabella. Auf einmal hat eine andere Isabella vor uns stehen. Sie hat sich schlichtweg verdoppelt. No, no. Ey, ohne Scheiß, Heidi und auch deine Schergen da, völlig unabhängig davon, wie mager ihr seid oder was für frische Lederjacken ihr tragt, seid einfach menschlich hässlich. Und ich glaube, ich muss ja auch niemandem erzählen, wie fucking toxisch und schädlich das ist. Und zwar völlig egal, ob man das durch solche expliziten Äußerungen macht oder implizit, indem man zeigt, dass Mädchen ihre Süßigkeiten vor Heidi verstecken müssen, denn man darf keine Kekse essen. Kyla hat genau darüber auch ein sehr, sehr starkes, gutes Video gemacht. Verlinke ich euch mit Alicias Video auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und da gibt es auch spannende Untersuchungen zu. Zum Beispiel hier eine vom Bundesfachverband für Essstörungen, wo fast ein Drittel der Betroffenen angegeben hat, dass Germany's Next Topmodel für sie entscheidend für die Krankheitsentwicklung war. Ein fucking Drittel. Und da gibt es auch noch ein paar andere Studien und Untersuchungen zu, zum Beispiel eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der gezeigt wurde, dass Germany's Next Topmodel bei Frauen zu Körperunzufriedenheit führt. Okay, kommen wir zum Fazit. Als allererstes möchte ich meinen Respekt vor den Opfern aussprechen, die teilweise trotz Knebelverträgen, NDAs oder anderen Methoden eben laut werden. Wie anfangs gesagt, habe ich nie wirklich Germany's Next Topmodel geguckt. Also ich wusste natürlich das grobe Prinzip, ich kenne so einzelne Memes und Clips daraus, aber ich wusste nicht wirklich, wie die Sendung so ist. Und jetzt, nachdem ich so ein bisschen mehr weiß, wie die Sendung ist und viele Clips daraus gesehen habe, habe ich eigentlich nur eine Frage. Wie kann diese Sendung und insbesondere Heidi Klum noch nicht gecancelt sein? Wären all diese Sachen, die ich in diesem Video aufgezählt habe, irgendwo anders passiert, zum Beispiel bei einem deutschen YouTuber, dann würden wir das nicht tolerieren. Also wieso sagt man beim Fernsehen, ja, ist nicht so cool? Im Fernsehen wird das auch nicht toleriert. Das Problem ist nur, dass hier an der Stelle Rezo und dass du, und das denke ich auch, dass du die Weitsicht hast, aus deiner Bubble rauskommen musst.
Und die Bubble bedeutet, dass du bei weitem nicht das Fernsehen ansprichst und auch nicht mal konkurrenzfähig für das Fernsehen bist, weil dir nicht die Möglichkeit gegeben sind, so viele Menschen anzusprechen. Eigentlich wird das dann so hingenommen. Wir haben strukturelles Bodyshaming und Belege dafür, wie negativ und toxisch sich diese Sendung auf Millionen von jungen Frauen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt. Wir haben harte Manipulationsvorwürfe von verschiedenen Seiten. Und diese Vorwürfe sind nicht nur dadurch, dass es von verschiedenen Seiten kommt, relativ glaubhaft, sondern auch dadurch, was man in der Sendung sehen konnte. Und das wäre dann eine aktive Inkaufnahme von Körperverletzung für Quote. Wir haben außerdem mehrere Vorwürfe wieder von verschiedenen Seiten bezüglich unterlassener Hilfeleistung. Und vor allen Dingen haben wir ernstzunehmende Missbrauchsvorwürfe gegenüber einer Ende 40-jährigen Multimillionärin. Gegenüber eines sehr, sehr mächtigen Menschen, der große Macht über viele junge Frauen hat. Und der diese Macht über Jahre strukturell dazu benutzt hat, junge Frauen und minderjährige Mädchen vor all unseren Augen ganz offensichtlich dahingehend zu manipulieren und zu drängen, für Content nicht nur zu weinen, zu leiden und zu streiten, sondern sich eben auch für Profit auszuziehen und gegen den eigenen Willen zu sexualisieren. Prinz Hans, das ist seit vielen Jahren schon ein Thema. Das ist wie, das sind immer, pass auf Leute, das sind immer wiederkehrende Themen. Das ist wie Casino, gerade kommt wieder. Du hast immer so ein, müsst ihr mal drauf achten. Ihr habt jedes Jahr zur selben Zeit, also in einem gewissen Zeitraum, kommen immer wieder dieselben Themen. Ja, Digga, ich bin raus. Es ist halt einfach, ich sag das mal in meinem alter Ego, okay? Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so... Immer mehr ehemalig. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so nett. Grundlegend sind Menschen im Internet erstmal sehr oft, und das habe ich euch letztens ja schon mal gesagt, oder versucht euch zu sagen, misanthrop. Also das ist wirklich kein Gag. Menschen im Internet sind irgendwann sehr misanthrop geworden und hassen Menschen. Deswegen sind sie hier, beispielsweise. Oder in YouTube-Kommentaren oder so. Weil sie sich mit dem Scheiß nicht auseinandersetzen müssen. Menschen sind einfach grundsätzlich ein Haufen fetter Scheiße. Durchweg, die Reihe durch, ein Haufen Scheiße. Du, als auch ich, wir sind auch irgendwo in irgendeiner Ebene Scheiße, vielleicht ein bisschen weniger Scheiße, aber wir sind Scheiße. Und das hier, was dort gezeigt wird, ist einfach der Grund, warum wir so Scheiße sind. Deswegen sind wir so Scheiße, weil uns da vorgelebt wird, dass wir beispielsweise als Männer, nehme ich jetzt einfach mal das raus für mich, dass wir Frauen oder junge Frauen zu so einer Scheiße animieren können und so Scheiße behandeln können. Jetzt mag der ein oder andere zu mir sehr oft sagen, boah, Dizzy, du hast ja einen richtigen Stock im Arsch. Ich feiere diese Memes nicht. Ich feiere sie nicht, ich will sie nicht sehen und ich bediene sie auch nicht. Der nächste Internet-Clown, das nächste Kack-Meme, was da auftaucht, der nächste Rotz wird von mir nicht bedient, weil ich damit nämlich genau das befeuere. Diese ganze Drama-Bullshit, diese ganzen GIFs oder was auch immer, ey, macht Witze auf meinen Nacken so. Oder wir machen Witze untereinander. Das ist alles okay. Aber diese menschenverachtende Dreck, der im Fernsehen kommt oder generell den Menschen verzapfen, den brauchen wir uns doch gar nicht reinziehen. Warum? Also warum müssen wir so sensationsgeil sein und uns Trash-TV beispielsweise anschauen und den Trash-TV die Möglichkeit geben, uns zu lenken? Wenn wir das jetzt hier wieder hinmünzen, ist es super wichtig, dass wir darüber sprechen, dass Eltern ihren Kindern sagen, gerade jetzt beispielsweise in dem Fall der jüngeren Gesellschaft mit dem weiblichen Geschlecht, dass dieser Scheiß einfach nicht gut ist. Es ist Schmutz. Und also ich mag selbst das Wort Schmutz nicht, aber es ist einfach nur fucking Trash. Und so behandelt man Menschen nicht. An keiner, also wirklich an keiner Stelle behandelt man Menschen so. Also die Methodiken, die dort angewandt werden, kann ich euch immer nur wärmstens ans Herz legen. Schaut euch mal Agenten vom CIA, MI6 und so, die sich mal darüber unterhalten. Das sind solche Methoden, die dort angewendet werden beim Verhör beispielsweise. Dass du ständig am Frieren bist, dass du ständig unter Stress bist, dass du ständig befeuert bist, damit du gefügig wirst. Das sind diese Methodiken, by the way. Diese Methodiken kommen aber von Menschen, die das mal zu einer Zeit benutzt haben, die, sage ich mal, schon sehr grenzwertig waren, wofür es jetzt mittlerweile Gesetze gibt, dass diese nicht mehr angewandt werden dürfen. Das ist jetzt natürlich, finden wir das alle super süßi, weil es ist ja nur Germany's Next Topmodel, aber das ist nicht fucking süßi. Ist es nicht. Da werden Menschen gebrochen. So, und dann hast du vielleicht Glück, dass davon jetzt ein paar durch diesen Aufruf, der jetzt entsteht, davon mit glimpflich wegkommen und vielleicht dadurch noch was beziehen, aber am Ende des Tages haben sie den Schaden, tragen sie unterbewusst mit. So, will man sich die Scheiße jetzt reinziehen? Möchte man sich Memes dazu angucken? Möchte man dazu irgendwelche Tweets verfassen und so weiter und so fort?
weiß ich nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit euren Kindern darüber zu sprechen oder die Möglichkeit habt, mit anderen Menschen zu reden und einen offenen Dialog dazu zu führen, ey, tut das bitte. Tut das bitte. Weil das ist, als wenn du gegen scheiß Windmühlen ankämpfst. Guckt einfach den Scheiß nicht. Ey, wenn ihr euch erhaben fühlen müsst oder so, dann guckt in den Spiegel. Und fühlt euch selber über euch erhaben. Aber wenn dir dieses TV-Programm das Gefühl vermittelt, dass du dich besser fühlst, dann solltest du eventuell versuchen, etwas an dir selber noch zu arbeiten und mit dir selber reinzukommen. Da sitzen Leute dahinter, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als zu analysieren, wie Menschen funktionieren. Das beste Beispiel, wo ihr ganz einfach so in dieses Thema reinkommt, ist die 1%-Regel. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, der sich damit mal auseinandersetzen möchte, wie Menschen bearbeitet werden von Konzernen. Ich möchte explizit nochmal sagen, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Form irgend so ein Quer-Joher-Denker oder was auch immer. Ich setze mich damit einfach auseinander, damit ich weiß, wie gewisse Dinge funktionieren, damit ich selber dagegen agieren kann. Im Rahmen so, dass ich damit zufrieden bin. Oder im Rahmen, dass das für mich fein ist. Und mich triggert das gar nicht. Wirklich. Wenn ich durch den Just-Chatting-Bereich gehe, um 20 Uhr abends und die Leute sich so eine Videos gucken, ist bei mir instant der Stream aus. Weil mich das überhaupt nicht tangiert. So gar nicht. Weil mir das nichts gibt, mir, sage ich mal, in Anführungsstrichen Unfälle von anderen Menschen anzusehen. Selbst der abgefahrenste, weirdeste Scheiß, der auf Arte läuft, hat mehr Unterhaltung als das. Weil da lernst du wenigstens noch was.